Frohlocket, liebe Freunde der Paper Mario-Haftigkeit. Heute machen wir Sidequests. Was? Sidequests? Ja, mir fällt gerade was ein. Seht ihr den Typen? Ich frage mich, was mit dem auf sich hat. Ich möchte sein Rubin haben. Gib mir den Rubin! Was sagst du dazu? Na, was soll das? Ihr unterbricht einfach meinen schönen Gesang. Wer ich bin? Mein Name ist Corsario. Ich bin Händler und damit der reichste Mann hier. Na, ja, der gute Corsario. Der ist ein Guter. Der ist ein Guter, der ist ein Guter, der ist ein Guter. Und nein, werde ich nicht machen. Was jetzt viele fragen werden. Nein, werde ich nicht. Die Leute, die fragen, die wissen schon Bescheid, was ich meine. Nein, sage ich. Nein. Okay. Wir haben uns wieder ausgeruht. Das heißt, mein Leben sind voll. Und das wiederum heißt, halt den Mund tot, Dame. Und Torstraff, was machst du hier? Oh, hallo Mario, wie es der Prinzessin wohl gehen mag. Soll sie wirklich möglichst bald finden. Überanstreng dich nicht, Torstraff. Überanstreng dich nicht. Na, Mario, ich mag diesen Typ nicht. Ich weiß, Kupio. Ich auch nicht. Niemand mag ihn. Er ist bekannt dafür, nichts zu machen und nur zu meckern. So ähnlich wie Toadsworth. Es gibt keinen Vergleich dazu. Es ist einfach fucking Toadsworth. So, gehen wir jetzt erstmal zu den Sidequests rüber. Denn das habt ihr noch gar nicht gesehen. Da gibt es nämlich ein gewisses spezielles Gebäude dafür. Zum einen, was ist das eigentlich? Die Tür ist von innen verschlossen, okay? Was geht mit dir ab? Nutz das Revier der Bande vor dem Molowski und dem Räuber. Was auch immer du hier willst. Es wird nicht einfach sein, Molowski zu treffen. Ich weiß, wo er ist. Hallo. Na, no, dieses Ostland ist ein ziemlich gefährliches Viertel. Die Kerle, die hier leben, ist nicht zu spaßen. Wer kein Geld hat, muss eben sehen, wie er sich durchschlägt. Ja, das muss er. Nein, was? Was? Habt ihr gerade in einem Mario-Spiel gesagt, dass Leute nicht zwangsweise kriminell sind, weil sie böse Menschen sind, sondern manchmal, weil... Oh, Sternsplitter. So, manchmal, weil sie keine andere Wahl haben. Das ist nicht die Moral, die ich an die Kinder weitergeben möchte. Hey, bist du Molowski? Was ist los? Du hast hier nichts zu suchen. Verschwinde. Das ist Molowski. Lasst euch nichts erzählen, Kinder. Lasst euch nichts erzählen. Ich wollte nur beweisen, dass ich weiß, wo er ist. Hallo, Ratte. Ja, wer hast du doch geschafft, bis hierher zu kommen? Ach, eigentlich auch egal. Ich kenne den Weg schließlich auch. Ja, warum fragst du dann? Außerdem hättest du auch nachschauen können, wo ich herkomme. Ich bitte dich. So, das war jetzt die unnötigen Gebäude hier. Gehen wir in das wichtige Gebäude. Nehme ich das hier mit den Zetteln? Hallo, du bist erstmal eine Jobagentur, oder? Dann kann ich dir erklären, wie unsere Agentur funktioniert. In Wirklichkeit machen die das nicht so. Die sind unfreundlicher. Möchtest du? Ja. Hör gut zu. Hier in der Jobagentur kann jeder, der ein Anliegen hat, einen Auftrag erteilen. Wenn du wissen möchtest, welche Aufträge es gibt, sieh auf die Tafel neben dir. Was? Du kannst wählen, ob du einen Auftrag übernehmen willst und wenn ja, welchen. Wenn du einen Auftrag erfüllt hast, bekommst du eine Belohnung vom Auftraggeber. Ein gutes Angebot, oder? Aber merke dir, wenn du einen übernommenen Auftrag nicht ausführst, kostet das Strafgebühren. Alles klar? Probier's doch gleich mal. Okay. Fangen wir an mit Lorenzo, der seinen Schlüssel sucht. Mein Name ist Lorenzo, mein Schlüssel ist weg und ich komme nicht mehr ins Haus. Schlüssel muss irgendwo in Rohlingen sein. Könnt ihn jemand für mich suchen? Ich warte im letzten Haus im Ostland. Ja, ihr habt den Auftrag, möchten wir übernehmen. So, im letzten Haus am Ostend, da bist du, Lorenzo. Ist knapp. Los, mein Auftrag angenommen. Also dann, geh auf die Suche. Ich muss das Haus bewachen, falls jemand den Schlüssel findet und hineingehen will. Ich glaube, ich habe den Schlüssel auf dem Weg zum Ordensshop verloren. Alles klar, auf dem Weg zum Ordensshop. Aus dem Weg, kriminelles Pack! Mario ist unterwegs, um die Welt zu retten. Ja, also wirklich. So. Am Ordensshop liegt irgendwo ein Schlüssel. Ich glaube, den werden wir finden, liebe Leute. Ich glaube, das ist so ziemlich die einfachste Quest von allen. Vermutlich ist deswegen auch die erste. Und ja, keine Angst, da kommen auch interessantere. Macht euch da keine Sorgen, nur die anfänglichen sind alle ein bisschen lame. Aber ich will trotzdem alle machen, weil da coole Dinge dabei sind. Und eventuell gibt es eine bestimmte Quest, die relativ wichtig ist. Für das gesamte Spiel und erstaunlicherweise optional. Aber zu der dann mehr, wenn es soweit ist. Oh, das wird nicht heute passieren. Also, ich werde nichts vormachen. Das dauert noch ein bisschen. Okay, ich habe den Schlüssel gefunden, Lorenzo. Ich weiß übrigens noch, wo man so ziemlich alles für die Quest hier machen muss. Das ist das Gute, weil es nicht so lange her ist, als ich ihn zuletzt gemacht habe. Hast du ihn gefunden? Da, dein Hausschlüssel. Oh, mein Schlüssel. Endlich kann ich wieder in mein Haus. Vielen Dank. Bitteschön, deine Belohnung. Yay, 20 Münzen. Zieh dich, Lorenzo. Ich möchte in sein Haus. Dein Auftrag ist erledigt. Dankeschön. So, Lorenzo. Was geht ab? Was ab? Hey, was machst du denn hier? Na. Keine warme Begrüßung für mich. Und keinen Sternteil, das sich hier irgendwo versteckt. Kann ich die Leiter hochklettern? Nein.
Ich möchte nur mit meinem Cooper ein bisschen Gassi gehen. Nein, Mario, hör auf! Mario, au! Nein, au! Ich mag meinen Cooper. Er ist ein bisschen weinerlich und ich mag ihn nicht. Nichts für irgendein Coupio, ah, du weißt selber, wie es ist. Ja, Mario, es ist mir bewusst. Aber danke, dass du es auch mal erwähnt hast. Gern geschehen. Elgon Bone, liefere Zeug. Das klingt doch nach Auftrag für mich. Mein Name ist Elgon Bone. Ich habe eine Lieferung zu überbringen. Leichter Job. Ich kann aus gewissen Gründen nicht in die Stadt gehen. Hol das Zeug also hier ab. Du findest mich am Rohling am Markt hinter dem Haus von Racel T. Oder, wie mein Kommentar geschrieben wurde, Racel T, das ist nicht Racel T, sondern Raclette. Versteht ihr? Raclette T. Brüller. Ich mag Racel T trotzdem mehr. Ich soll den Auftrag von Elgon Bone übernehmen, das möchte ich. Oder, wie man im Fachkreis auch sagt, Elgon Bone. Hab ich recht? Hab ich recht, Coupio? Hab ich recht? Ich mag dich wirklich nicht, Coupio. Aber Mario, ich habe dir Elgon Bone gesagt. Ich habe gesagt, halt den Mund, Coupio. Halt den Mund. Warum kann ich keinen dankbaren Begleiter haben? Hallo. Hallo, wir haben wieder Kontakt, jetzt bitte schon im Laden vorbei. Okay, das ist auch gut. Falls ihr euch erinnert, nach denen haben wir im letzten Part gesucht. Tut mir leid, dass gerade viel durcheinander ist, aber ja, möchte ich zuschlagen. Die brauchen wir, damit wir in das Westend der Stadt gehen können. Und das möchten wir doch auch bei Gelegenheit. Ja, gut. Gehen wir zu Elgon Bone. Ich meine, Elgon Bone. Hallo, Elgon Bone. Man weiß nie, wer einen beobachtet. Machen wir also schnell. Wer gibt das dir, Gumbaniel? Du findest ihn vor dem Haus bei Professor Gumbart. Pass auf, dass sich niemand verfolgt. Yay! Ein Paket! Was ist denn noch? Überbring die Lieferung und zwar schnell. Du weißt doch, oder? Gumbaniel ist vor dem Haus des Professors. Gib ihm das Zeug. Pass auf, dass sich niemand verfolgt. Okay. Na gut, Mario. Überbringen wir doch das unauffällige Paket, welches vermutlich Drogen enthält, an den guten Gumbaniel. Ich meine, was sollte Mario sonst mit seiner Zeit machen, außer schmuggeln? Ich weiß es nicht. Hallo, Gumbaniel. Das Paket. Ach, das Zeug, das nehme ich dir ab. Ich werde dafür sorgen, dass es niemand findet. Sag das Elgon Bone. Und du sollst die Sache hier besser schnell vergessen. Also vergiss dich. Vergiss es. Geh und hol deine Belohnung von Elgon Bone. Bist erst fertig, wenn du dem Auftraggeber gesagt hast, dass alles erledigt ist. Danke, dass du mir das sagst. Verdammte Scheiße, Mario zieht hier echt gerade die Drogenlieferung durch. Was ist da los? Was ist da los? Seht ihr, und das ist eine Sache, die, obwohl ich es nicht erwähnen wollte, Stickers da fehlt. Da gibt es zu wenig Drogenlieferungen, wenn ihr mich fragt. Hast du es übergeben? Oh, dann ist mein Kopf aus der Schlinge. Ach ja, deine Belohnung. Mein Kopf lasse ich mir schon was kosten, da bitte. Wow, 20 Münzen bist du wert. Die sollte ich zermatschen, Alter. Dein Auftrag ist erledigt. Yay. Ein wundervoller Auftrag. Ein gar wundervoller Auftrag. Gut, machen wir direkt mit dem nächsten weiter, würde ich sagen. Nachdem die sowieso alle aktuell relativ schnell gehen. Problem ist nur, dass hier jetzt dann auch noch Aufträge kommen werden, für die ich nach Blütenweiler muss oder in Logatzburg und... Ja. Das heißt, da werde ich dann auf jeden Fall auch schneiden. Wird wahrscheinlich insgesamt noch eine relativ lange Folge hier. Aber ich will es als in einem Part machen. Marktforschung. Ich bin Wurf und ich möchte ein neues Geschäft eröffnen. Daher brauche ich Informationen über die marktüblichen Preise. Natürlich kann ich nicht selbst zur Konkurrenz gehen, um mich zu informieren. Ich möchte wissen, wie viel Feuerblume, Schäfchen und saures Tonic hier kosten. Du findest mich direkt vor diesem Gebäude. Ja, möchten wir übernehmen, okay. Schäfchen, saures Tonic und... Was war das andere? Oh shit, ich hab's jetzt wieder vergessen. Ich glaube, bei dem kann man auch einfach... Warte mal, wisst ihr, was wir jetzt versuchen? Ich habe beim letzten Mal nicht ihm die richtige Antwort gegeben. Und hat er gesagt, der ist aber ganz schön schwer, mit den Preisen zurechtzukommen. Das heißt, ich werde ihm jetzt einfach eine falsche Antwort geben. Oh, das wird super. Warte, du bist es. Und, hast du die Preise in Erfahrung gebracht? Ja, habe ich. Na dann, sag sie mir. Also, was kostet eine Feuerblume? 90 Münzen. Na gut. Und was kostet das Schäfchen? 25. Wirklich? Und was kostet das saure Tonic? 198. Unglaublich. Ist ja kaum zu unterbieten, dass die so billig verkaufen können. Was ist los mit dir? Ich wollte mal schauen, ob's... man kann ihm einfach irgendwas sagen. So richtig lohnt sich da nicht, einen Laden aufzumachen. Ja, saures Tonic, das kostet mal 198 Münzen. Das war sehr informativ. Hier deine Belohnung. 20 Münzen.
Jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht, weil ich ihn belogen habe. Er hat den Laden so oder so nicht aufgemacht. Insofern, was soll's. Ich habe kein Mitleid. Ich bin hart und ich bin stark. Ich bin Mario. Gumbo, fang den Kerl. Hallo, mein Name ist Gumbo. Bring mir den Kerl, der mich beim Kartenspiel betrogen hat. Findest mich auf den Rohlinger Markt. Sprich mich einfach an. Ja, möchte ich übernehmen. Okay, der gute Gumbo wurde beim Kartenspiel betrogen. Wenig gut und du stammel dich so an, krimineller Abschaum. Ich mag diese Stadt hier nicht. Und deswegen bin ich hier, Mario. Um für Recht und Ordnung zu sorgen. Mit diesem kriminellen Abschaum, der sich hier überall herumtreibt. Das ist widerlich, habe ich recht, Gumbo? Na, ich weiß nicht, Mario. Schätze, überhaupt keine Ahnung zu haben, also hör gut zu. Ein Toadhaus ist besser als ein Herzblock. Du bist ja falsch, Chef. Oh, hallo, du hast den Auftrag übernommen. Also hör zu. Der Bandit Canovo hat mich beim Kartenspiel um viel Geld geprellt. Canovo, sei verflucht. Ich will mich bei ihm rächen, aber der Kerl fischt mir immer zu. Er muss sich irgendwo hier in Rohlingen versteckt halten, findet ihn also. Die Banditen erkennst du an ihrer Markierung und dem blauen oder grünen Umhang. Es gibt einige in Rohlingen. Der hier flüchtet sofort, wenn du ihn ansprichst. Wirst du reich belohnt, also finde ihn. Alles klar, gegen reiche Belohnungen habe ich nichts. Wir haben sogar inzwischen wieder genug Geld, um uns eventuell einen geilen Orden kaufen zu können, liebe Leute. Vielleicht sogar einen Orden, der meinen Angriff erhöht oder so. Ja, hallo, trauriger Mann. Das Leben hat keinen Sinn. Da hast du recht, das Leben hat keinen Sinn. So haben wir, ich glaube, hier habe ich das Sternjuwel schon. Okay. Nicht Sternjuwel, sondern Sternsplitter. Hallo, Bandit. Da, was willst du? Du hast nichts zu suchen, verschwinde also. Was, ich soll das Geld zurückgeben? Bist du etwa der Schuldeintreiber? Verdammt, dass du mich hier gefunden hast. Und weg ist er. Den finden wir. Tag, Luigi. Und zwar, weil ich dieses Mal weiß, wo er hingeflüchtet ist. Gott, als ich das jetzt zum ersten Mal gemacht habe, da, wo er sich jetzt versteckt hat. Ich habe das sehr lange gesucht, weil ich keine Ahnung hatte. Ich habe nicht komplett vergessen, dass man noch hier rausgehen kann. Ich meine, er war hier, oder? Ja, da ist er. Seht ihr ihn? Seht ihr ihn? Oh, der Schuldeintreiber. Ganz schön aufdringlich. Fang mich doch. Ich werde dich fangen. Was geht bei dir ab, du Daumennuckler? Mein Bruder hat vor kurzem in deinem Schiff in Still gestochen. Wie es ihm wohl geht, ich hoffe, sehr, ist alles in Ordnung mit ihm. Er ist vermutlich tot, kleiner Toad. Tot, sage ich. Tot. Ich meine, was sonst? Niemand braucht noch weitere Toads. So viele von denen. Aber gut, der gute Bandito, wo hat er sich jetzt versteckt als letztes? Ihr könnt es euch schon denken, selbstverständlich hier hinten in dem Haus, beziehungsweise davor. Und übrigens, wenn man, bevor man zu Logar drüber gegangen ist, wenn man da in das Haus reingegangen ist, da hat sich der Typ versteckt, der einem ganz am Anfang vom Spiel die 50 Münzen geklaut hat. Deswegen hatte ich diesmal so viel mehr Münzen. Weil ich den da gefangen hatte. Es geht ab. Was willst du? Kommst du hier einfach in mein Versteck reinspaziert? Und wie gefällt's dir? Schwer zu finden, ein perfektes Versteck. Du bist der Falsche, glaube ich. Bro, bist du's? Oh, der Schuldeintreiber. Na, verdammt aufdringlicher Kerl. Aber auch ich bin ein Mann, also bitte, tu, was immer du tun musst. Ah, Gumbania. Mohoho, du hast ihn erwischt, du hast ihn erwischt. Hier, deine Belohnung. 20 Münzen, yay. Na gut, von meinem Geld ist eh nichts mehr da, oder? Dafür mache ich dich fertig. Nein, Gnade. Oh, jetzt wird er erstmal durch die Gassen gestiefelt. Das ist ja verdient, du krimineller Abschaum. Dein Auftrag ist erledigt. Und ich bin immer noch erstaunt, was für einen faden Beigeschmack oder was für ein unschönes Ende diese ganzen Missionen haben. Ich meine, der eine Typ, der hat sich dazu entschieden, dass sein Traum es nicht wert ist, gelebt zu werden. Er will es nicht mal versuchen. Bei dem anderen, da haben wir erfolgreich Drogen geschmuggelt. Der wurde jetzt durch die Gegend getreten. Ich weiß nicht. Das könnte alles ein bisschen fröhlicher sein. Aber okay, ich finde so besser. So, was haben wir hier noch? Schlag mich. Klar. Ich bin Marcello, du musst mir helfen, mich an etwas zu ändern. Du findest mich am Rohlinger Markt, direkt vor dem Laden. Ja, den Auftrag übernehmen wir. Los geht's, Gumbo. Na, ich will aber nicht, Mario. Mit dir hat jemand geredet, Gumbo. Gumbo, verzieh dich. Au! Ah. Seht ihr? So wäre das Spiel, wenn ich allein unterwegs wäre. So wie mein Bruder Luigi. Küss mich, du Trottel. Küss mich. Okay, lassen wir das. Scheinbar ist Luigi nicht bereit für dieses Ausmaß an brüderlicher Liebe. Wie ich jetzt bin. Aber du bekommst keinen Kuss, Gumbo. Nein, Mario, au. So, wo wollte ich? Genau, zu dem wollten wir hin. Danke, dass du meinen Auftrag übernommen hast. Neulich habe ich von einem enorm profitablen Geschäft gehört. Aber leider habe ich komplett vergessen, worum es dabei ging. Ich dachte, eine Schocktherapie würde mein Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Schlag mich also bitte mit deinem Hammer, bis ich mich wieder erinnere. Aber wenn du mich weiter
schlägst, obwohl ich mich erinnere, vergesse ich's wieder. Hilf mir bitte, okay. Los, drücke B, okay. Ich weiß nicht. So, und jetzt hauen wir ihn ein bisschen mit dem Hammer. So lange, bis er sich irgendwann wieder erinnert. Ich meine, was sollte man sonst machen? Und scheinbar braucht er ein bisschen, um sich zu... Nein! Oh Gott, zum Glück habe ich aufgehört. Jetzt weiß ich es wieder. Wenn ich am Brüdiger Laden Schäfchen kaufe und sie Blütenweiler verkaufe, verdiene ich an jedem einzelnen 20 Münzen. Zum Dank höre mein Rat, übertreib es nicht. Oh, was für ein Bullshit-Mission. Das habe ich übrigens mal versucht, weil ich mir dachte, da kann man voll viel Geld einnehmen. Aber man ist scheiß weit unterwegs und auch wenn das Inventar komplett leer ist, können wir mit dieser Taktik maximal 40 Münzen einnehmen und... Das ist halt echt nicht so viel. Ist halt echt nicht. Nicht mal zum jetzigen Zeitpunkt des Spiels ist das wirklich wert. Weil man muss mit den 40 Münzen, die man einnimmt, gibt man ja auch einiges aus. Ne, Moment, man macht Gewinn von 40 Münzen, das stimmt schon. Aber man muss auch ein bisschen Eigenkapital schon mit reinbringen. Bob Omsk, Katona. Ich bin Bob Omsk und ich möchte dich bitten, etwas für mich einzukaufen. Komm schnell, ich habe solchen Hunger. Du findest mich am Rodinger Hafen. Ja, okay, Bob Omsk. Für dich werden wir doch natürlich etwas holen, mein guter Freund. Dann, wir sind es uns wert, dir was Gutes zu besorgen. Habe ich recht, Luigi? Ne, Buddy! Ich glaube, Luigi wollte uns irgendwas erzählen. Es war mir leider egal, deswegen ging ich weiter. Nein, au! Und dann habe ich Cupio getreten, so wie jedes Mal. Ah, Paper Mario. Eine gute Zeit ist da garantiert. So, bist du Bob Omsk? Kannst arbeiten wie verrückt, aber wirklich reich wirst du damit nicht. Aber du musst arbeiten, um zu leben, also... Mach gefälligst Platz, ich muss arbeiten, aus dem Weg. Ist ja gut. Das ist auch eine gute Moral. Aus dem Weg da, mach. Du übernimmst den Auftrag. Also meine Liebste hat mir eine Lunchbox gebracht, aber sie war leer. Ich bin schon ganz schwach vor Hunger. Bring mir etwas zu essen. Und ich bin nicht wählerisch, Hauptsache essbar. Bitte mach schnell. Aus dem Weg, bla bla bla. Hast du was mitgebracht? Ja, nimm den. Oh, sieht das lecker aus. Jetzt geht's mir besser. Bitte deine Belohnung. 11 Münzen, yay. Also danke nochmals. Hey, der Auftrag ist erledigt. Ich meine, dass man von dem mehr Münzen bekommt, wenn man was Besseres gibt vielleicht. Ich habe aber keine Ahnung. Weil ich weiß nicht, wie viel ich beim letzten Mal bekam. Und da habe ich eben einen köstlichen Bratpilz gegeben. Nicht nur einen normalen Maschmasch. Ich weiß nicht, wie viel ich bekommen habe. Deswegen, warum erzähle ich das überhaupt? Er macht ja so oder so keinen Unterschied. Ach ja, ich erzähle zwar 11 Münzen als Belohnung, eine sehr, sehr seltsame Anzahl ist. Ich meine es wirklich seltsam. Es geht ab, Luigi. Mario, schnell! Okay. Ich habe nichts gehört. Ich gehe einfach weiter. Was haben wir hier? Kupiel, such mich. Okay. Diese drei Missionen, für die muss ich Rodingen verlassen. Das ist super. Ich bin der wandernde Cooper Kupiel, aber ist das Versteckspiel. Zurzeit halte ich mich in Lugansburg versteckt. Wenn du es schaffst, mich zu finden, bekommst du ein tolles Geschenk, magst du? Möchte ich übernehmen? Ja. Ja. Was ganz gut ist, weil in Lugansburg jetzt insgesamt noch ein paar Dinge, die ich nicht eingesammelt habe. Die habe ich auch bei diesem Spielstand nicht eingesammelt. Ich wusste zwar, dass da noch was ist, aber ich habe es nicht eingesammelt, weil ihr es ja auch mitsehen sollt. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns in Lugansburg wieder. Yay. Oh mein Gott, Leute. Der erste Würfel erscheint gerade. Und was macht er? Das ist das, wofür ich im letzten Part gezahlt habe. Zauber erhöht Angriffskraft für den einen Angriff. Und? Alter! Der hat die Angriffskraft gewaltig erhöht. Wundervoll. Und ja, das ist das, was diese Würfel machen. Dafür habe ich gezahlt, damit hier nur wieder meine Angriffskraft erhöht wird oder sowas. Oder ich mehr Sternpunkte bekomme und am Ende dann mehr Münzen und sowas macht das halt. Dieses eine Teil, wenn ihr mir folgen könnt. Und hier bin ich mal Game Over gegangen. Ich mag die Stelle nicht. Naja, wir sehen uns wieder, wenn ich ihn gefunden habe. Und mit wir sehen uns wieder, wenn ich ihn gefunden habe, meine ich... Das war dumm. Ich meine damit, dass hier noch eine Sache gibt, die ich auch beim letzten Mal nicht gemacht habe. Und zwar seht ihr diesen lila Block, den man da runterholt, damit man insgesamt hochhüpfen kann auf die Steinblöcke. Mit diesem lila Block kann man tatsächlich noch wohin kommen. Bring mich hoch! Ja, seht ihr? Ein kleiner sneaky Geheimgang, wo wir einen kleinen Sternsplitter bekommen. Yay! Haltet euch fest, gleich werdet ihr was sehen, wo ihr denkt, was? Was? Ich glaube, wir haben den Cooper gefunden. Zieh dich. Shit. Warum habe ich die jetzt herausgefordert? Ah, das war clever von mir. Okay, wir haben den versteckten Cooper gefunden. Ihr habt gesehen, wo. Und da kann man runtergehen und da findet man sogar noch einen geilen Pilz als Belohnung. Oh yeah! Eine geile Belohnung. Und gegen geile Belohnungen hat niemand was einzuwenden. Und damit hätten wir auch diesen komplett notwendigen Kampf beendet. So, was geht ab?
Verdammt! Ihr habt mich gefunden! Ich dachte, hier findet mich nie einer! Ich habe es schon immer geliebt, mich zu verstecken. Und irgendwann kannten mich alle nur noch als den unsichtbaren Cooper. Kupiel! Du bist doch Kupiel! Wir waren früher mal Nachbarn, erinnerst du dich? Kupio? Du hier? Du warst doch immer der, der beim Verstecken suchen musste. Wow, unglaublich. Aber damals hast du mich nie gefunden. Ausgerechnet von dir gefunden zu werden. Damals beim Verstecken. Keiner hat dich mehr gefunden. Alle waren in Sorge. An dem Tag habe ich mich entschlossen, der unsichtbare Cooper zu werden. Seit damals lebe ich schon versteckt und im Geheimen. Ständig in den Schatten. So ist das also. Naja, du hast mich gefunden. Also bekommst du eine Belohnung wie versprochen. Spezialkarte! Yay! Für das Spielhalde, gültig für Paper Pilot. Das habe ich beim Verstecken gefunden. Aber ich kann nichts damit anfangen. Schätze, ich muss jetzt los. Und ich muss wohl noch viel üben, wenn sogar du mich finden kannst. War trotzdem mal nett, mal wieder mit dir zu plaudern. Also bis irgendwann. Ah! Der ist wohl tot. Ja, das ist ein komischer Typ. Er hat so viel Freude am Verstecken gefunden. Dass er sich eigentlich einfach dazu entschlossen hat, ich werde mich jetzt für immer verstecken. So, gleichzeitig gibt's aber, was ist übrigens auch nicht die letzte Sache, die wir hier im Schloss zu erledigen haben. Denn es gibt ja noch einen Ordner, den ich gerne ran würde. Und an den können wir ran, wenn wir das wollen. Ach shit, ich bin hier gar nicht richtig, oder? Wie es aussieht, muss ich noch einen Raum weitergehen. Hier sind wir jetzt da, wo wir hin wollen. Und zwar, wenn wir den Block hier runterfallen lassen, dann hüpfen wir hinterher und nehmen uns den Geld von Tuna P. Und vorsichtig, geboten ist wirklich ein Schaden, den dein Partner leidet, halbiert. Das ist, denke ich, gut. Na, ich habe eh sonst keine bessere Verwendung dafür. Okay, wir sehen uns wieder drüben in der Stadt. Yay! Ich kann da nicht runterhüpfen. Na gut. Gehen wir zu Fuß. Hallo, Rohlingen! Hallo! Wie geht's dir, Rohlingen? Ich würde sagen, wir machen weiter mit der nächsten Mission. Yay! Was hat der Typ uns eigentlich als Belohnung gegeben? Hat er uns überhaupt was als Belohnung gegeben? Wie auch immer. Machen wir Bürgermeister. Ich suche einen Gesprächspartner. Willst mich im pinkfarbenen Haus Blütenweiler. Das heißt, ich darf direkt nach Blütenweiler. Yay! Okay. Das war ein ziemlich spannender Weg hierhin. Begeben wir uns doch zum guten alten Bürgermeister und hören uns eine seiner spannenden Geschichten an. Welche, mal so als Vorwarnung, eventuell ein bisschen deprimierend werden könnte. Und das meine ich ernst. Und shit, bevor wir das machen, muss ich noch Platz beim Inventar schaffen. Aber MOP, warum musst du Platz im Inventar schaffen? Weil ich vielleicht irgendwas von dem Bürgermeister geschenkt bekomme. Mann, das hat echt Vorteile, wenn man die ganze Scheiße noch auswendig weiß. Wie auch immer, guter Bürgermeister, es geht ab. Oh, Mario, du hast also meinen Auftrag angenommen. Letzte Zeit fühle ich mich ein wenig einsam. Niemand will mit mir reden. Nun, jetzt bist du ja hier. Jetzt mach es dir ruhig bequem. Puh. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also die Jugend von heute. Alle sind so ungeduldig. Neulich war ich in Rohlingen bei Toads und Coopers. Der Kasse hat es etwas länger gedauert. Da ruft so ein Grünstapel hinter mir. Mach schnell, Alterchen. Es wird schon dunkel. Gut, ich bin alt und kann nicht mehr so schnell. Aber so eine Frechheit. Apropos Dunkelheit. Da muss ich mich immer an meine erste Stelligkeit denken. Ich sollte mein Mädchen heimbringen, bevor es dunkel wird. Ganze Zeit habe ich nur den Himmel angestarrt. Naja, ich war auch viel zu schüchtern, um mein Mädchen anzusehen. Hohohohoho. Mir wird jetzt noch ganz flau, wenn ich nur daran denke. Aber ich schweife ab. Na, also, was war noch gleich das Thema? Ach ja, die Jugend. Die Jugend von heute hat einfach keinen Biss mehr. Manchmal will man sie anbrüllen und fragen, wo ist euer Schneid? Was habe ich gebrüllt, als ich meinem Mädchen meine Liebe erklärt habe? Der Zug fuhr los. Ich stand auf einem Bahnsteig und brüllte. Was? Was ich damals gebrüllt habe? Was war noch das Thema? Kurz gesagt, ich und mein Mädchen, wir waren wirklich verliebt. Aber das Problem ist, die Jugend von heute. Ach, nicht so wichtig. Ein kleines Mädchen. Wieso hat sie mich nur verlassen? Entschuldige, ich bin wohl etwas aufgeregt. Danke jedenfalls, dass du mir zugehört hast. Es hat gut getan, mal mit einem Jugendmenschen reden zu können. Aber, entschuldige, ich habe dir nicht einmal den Tee angeboten. Ja, das Alter.
Dann nimm wenigstens dieses Blatt als Geschenk. Okay, kann ich jetzt weitermachen? Die Stimme geht nicht mehr länger. Scooperblätter kann man übrigens feinen Tee machen. Leck mich, alter Mann. Und ja, er hat von seiner Frau erzählt, welche er scheinbar irgendwo verloren hat. Und Moment mal. Und wir haben ein geiles Scooperblatt bekommen, womit wir einen geilen Tee machen können. Und das Scooperblatt würden wir übrigens auch hier aus seinem Garten bekommen. Eventuell. Nein, da ist es. Noch ein Scooperblatt. Eigentlich brauche ich kein zweites. Ich habe es einfach mal aus Prinzip rausgeschüttelt. Gut. Auf zurück nach Rohlingen. Yay! Wir sind wieder da in Rohlingen. Wie wunderbar, wie schön für mich. Gut, machen wir die letzte Quest, die soweit hier ist. Und dann kaufen wir noch eine Kleinigkeit im Ordenshop ein. Und dann sind wir soweit fertig für heute. Rente! Rent, Mann! Wir haben einen Lieferengpass. Ich bitte um Hilfe bei der Warenbeschaffung. Wir sind im Laden am Rohlinger Markt. Bitte kommt dorthin. Nein, fuck. Ja, ich möchte den Auftrag übernehmen. Laden in Rohlingen. Frage mich, ob ich bei der Mission jetzt auch wieder nach Blütenweiler laufen muss. So, das ist die Mission, weswegen ich mir einfach mal die Cooper-Panzer schon geholt habe. Ich glaube, ich brauchte 3 oder 5 bei der Mission. Ich meine aber, dass ich auf jeden Fall zu wenig habe. Also muss ich so oder so nochmal nach Blütenweiler. Das wird super. Vielen Dank für deinen Einkauf. Oh, okay. Warst du der Auftraggeber? Du? Willkommen bei Trotz und Coopers. Oh, du hast also den Auftrag übernommen. Wir haben ein Problem mit der Beschaffung von Hartpanzern. Wenn du uns 5 davon bringen könntest, egal woher, also bring uns bitte 5 Hartpanzer. Ah! Wobei, Moment. Moment, es gibt eine Sache, die ich nicht ausprobiert habe. Okay, versuchen wir was. Hallo, gute Dame, hallo. Hast du mir meine Kontaktlinse gebracht? Hier, deine Kontaktlinse. Oh, meine Kontaktlinse. Ich sehe wieder klar und deutlich. Ich bin so glücklich, Herz. Okay, wir sehen uns. Und von jetzt an werde ich gut aufpassen. Wir sehen uns. Raclette Lady. Gut, gehen wir hier in das Westend von Rohlingen. Denn hier gibt es erstmal eine Menge Dinge, die wir theoretisch erkunden könnten, aber es mal nicht machen. Weil dafür haben wir noch Zeit, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Hier gibt es einen Shop. Und von diesem Shop, wenn wir ganz viel Glück haben, verkaufen sie hier keine verdammten Hartpanzer. Auf nach Blütenweiler! Wir sind im Itemladen im Blütenweiler. Hey. Nein, ich will nichts. Ich will was verkaufen. Ich brauche Platz im Inventar. So, 2 Hartpanzer haben wir schon. Ich glaube, ich bekomme mir sogar zu wenig Geld für die ganze Scheiße. So, Powerblock. Eigentlich brauche ich die insgesamt nicht mehr. Für ein Cooperblatt, ja klar. Nimm das Cooperblatt. Und noch eine Sache will ich verkaufen. Nimm den Pilz. Okay, danke schön. Lass mich die Hartpanzer kaufen. 1, 2 und 3. Okay, damit haben wir 5 Hartpanzer. Und wir gehen zurück nach Rohlingen. Wir sind zurück in Rohlingen. Und ich hoffe, ich muss so schnell nicht mehr nach Blütenweiler, weil mir der Weg gerade wieder voll auf den Sack geht. Meine Güte, wisst ihr was? Ich habe einen Nachteil von Paper Mario, den man ganz leicht hätte umgehen können. Lasst mich wenigstens mehr als eine Mission auf einmal annehmen, das wäre echt super. Aber das wäre die Sidequest, das kann mich sehr träge werden, wenn man da immer irgendwo hin muss. Das ist nicht cool. Hier, Hartpanzer. So viel bekomme ich von dir. Ja, jetzt sind es 5, vielen Dank. Nimm dies als Belohnung für deinen Dienst, ja. Ein Ultrapilz. Ja, nochmal so was weitergeholfen. Okay, der Ultrapilz ist tatsächlich eine unfassbar gute Sache. Und zwar ist er ein Item, das wir wohl nicht brauchen werden, weil der halt 50 KP. Wir haben 15. Was hast du, guter Fliegenhändler? Oh, ich habe hier eine Menge Brandwerfer im Angebot. Ja, ich möchte was kaufen. Ein Dressman W. Ich kann aber nicht! So, was ich jetzt allerdings machen will, ist, bevor wir das Ganze zu Ende bringen, wir haben aktuell noch relativ gut viel Geld da. Ich möchte in den Ordensshop gehen und schauen, was sie da haben. Und dann möchte ich so das Gebiet hier verlassen und wieder reingehen, bis hier irgendwas Brauchbares da. Aber ich meine, dafür muss ich einfach nur einen anderen Abschnitt von der Stadt gehen, dann wieder zurück, dann haben die da auch ein neues Sortiment. Da würde ich ganz gerne machen, so ein bisschen was Cooles da ist, das ich haben will. Dann haben wir hier Schnacher, will ich nicht. Novizmünze, Action-Kommandos einfacher, aber weniger Sternenergie. Interessant. Pi regenerieren sich langsam während des Kampfes, auch interessant.
Mit Blumensägen, ah, okay. Vorsicht, Boden ist wirklicher Schaden, der Mario erleidet, halbiert und gegnerische Angriffe eher daneben. Das ist alles unnütz. Warte mal, kann ich bei euch auch den Orden verkaufen? Ich habe nicht einen Doppelteich gehört. Ich grüße dich! Ich möchte was verkaufen. Ja, tu mir nichts. P habe ich zweimal. 50 Münzen bekomme ich dafür. Yes! Dankeschön. Nein, ich möchte nichts anderes verkaufen. Okay, dann rein, rausgehen und dann schauen, bis irgendwas Cooles kommt. Yay! Okay, einfach nur den Bildabschnitt zu wechseln reicht nicht. Ich glaube, ich muss die Kanalisation runtergehen und dann wieder zurückgehen, damit hier was Neues kommt. Irgendwie so ging das doch. Versuchen wir es so. Der Typ verkauft wieder Meistersprung. Der Effekt von Sprüngen steigt um 1. Dafür kann Mario den Hammer nicht mehr verwenden. Er ist leider relativ verlockend. Verdoppelt den Schaden, den Mario erleidet. Finde ich nicht so gut. Meistersprung. Will ich den haben? Das ist eine gute Frage. Es gibt auch einen Orden, mit dem ich keinen Schaden mehr nehme, wenn ich auf stachelige Gegner hüpfe. Den bräuchte ich. Das ist sehr verlockend alles. Was habt ihr hier? Was habt ihr hier? Was habt ihr hier? Schrott, Schrott. Edge-Kommando schwerer, mehr Sternenergie. Schrott, Schrott. Ich glaube, ich bin gegen den Meister. Nein, ich bin für den Meistersprung. Was soll's, wir kaufen den Meistersprung. Ja, möchte ich kaufen. Meistersprung, 180. Ja. 2 Ordenpunkte, ist okay. 4 Münzen haben wir noch. Aber dafür haben wir jetzt den Meistersprung. Damit mache ich doppelt so viel Schaden, wie ich zuvor gemacht habe. Yay. Doppelt so viel Schaden. Und ich glaube, meine coolen... Ah, shit. Was haben wir jetzt raus? Das ist eine gute Frage. Der Powerhauer kann raus. Und die Powerdots will ich gerne behalten. Powerhauer und Multisprung will ich auch behalten. Oh, das ist schwer. Fortuna Partner kann raus. Meistersprung. Oh, yeah! Hier kann ich den Hammer noch verwenden. Aber die Sprünge sind stärker. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, das reicht auf jeden Fall. Mein Gott, was für ein scheiß langer Part. Zumindest für mich jetzt in der Aufnahme. Eine Stunde, um genau zu sein. Gut, wie das Ganze weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal in Paper Mario 2. Bis dann. Gute Nacht.